Hallöchen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Heute wird es sogar einen Doppelvlog geben, da wir noch Semesterferien haben. Und der Papa ist heute mit Michelle und Patrick snowboarden gefahren. Und er hat natürlich die Kamera mitgenommen. Wir werden euch heute so ein bisschen von beiden Seiten ein bisschen was einblenden. Und ja, ich bin zu Hause mit Lara, Luisa und Philipp, weil ja, dort kann man jetzt nicht rodeln oder so. Das ist einfach nur so ein reines Skigebiet, wo die sind. Und deswegen sind wir halt zu Hause geblieben. Und ja, ich nehme euch hier ein bisschen mit und der Papa wird euch natürlich auch dort ein bisschen mitnehmen. Und wir schmelzen das zu einem Vlog zusammen. Ich bin selbst auch mega gespannt, was der Papa so macht. Die Mädels sind übrigens schon in der Küche und frühstücken. Hört ihr vielleicht so ein bisschen am Geschirr klimpern. Ja, und der Philipp, der schläft noch, der hatte gestern leider nicht so eine gute Nacht. Der war sehr, sehr oft wach. Ich weiß auch nicht, was das ist. Er hat das manchmal so einmal im Monat, wo er wirklich überhaupt nicht gut schlafen kann. Und er muss jetzt tatsächlich ein bisschen Schlaf nachholen. Ja, deswegen schläft er noch. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich schmeiß mich gleich in meine Workout-Montur. Ich habe hier mein Oceans Apart-Outfit an. Ich werde es euch gleich ein bisschen genauer zeigen. Ich habe mir auch meine neuesten Outfits hier bereitgelegt. Die wollte ich euch auch unbedingt zeigen. Für die Leute, die mir auf Instagram folgen, die kennen ja meine Oceans Apart-Sachen schon. Und wer mir dort noch nicht folgt, passt gut auf. Ich habe nämlich auch für euch einen richtig, richtig tollen Rabattcode von Oceans Apart. Könnt ihr nämlich heute mit Diamanta35 35% sparen. Das ist ein wirklich toller Rabattcode, deswegen schaut unbedingt bei Oceans Apart vorbei, falls ihr auch an wirklich wunderschönen Workout-Outfits interessiert seid. Schaut in die Infobox, da werde ich euch den Link reinpacken und auch nochmal den Rabattcode reinschreiben. Bevor ich euch aber diese Outfits hier zeige, zeige ich euch natürlich noch das schnell, was ich schon anhabe. Das ist nämlich wirklich eins meiner Lieblingsoutfits. Das gehört nicht mal zusammen, das habe ich so zusammengestellt, aber da ist mein liebster Bra, den gibt es ganz neu, das ist der Neckholder Bra und der ist wirklich sehr, sehr bequem und gerade auch für Frauen optimal wie mich, die eher eine größere Oberweite haben. Ich zeige das euch gleich. So, ich stelle mich mal kurz dafür ab. Also, so schaut der Bra aus. Der hat hier so einen Neckholder. Das bedeutet, dass das hier am Nacken zusammengeht. Und ich finde, der ist wirklich wunderschön. Und wie ihr seht, hält der auch sehr gut. Und es sitzt alles und man kann damit einfach ein tolles Workout machen. Einfach ideal. Dazu habe ich diese Hose kombiniert, die hier so ein Mesh hat. Das schaut aus wie so eine Strumpfhose. Ist natürlich keine Strumpfhose. Ist aber wirklich eine sehr, sehr angenehme Hose. Und schaut aber wirklich sehr, sehr stylisch aus. Was ich an dieser Hose noch liebe, ist, dass man hier eine Tasche hat. Und man kann zum Beispiel sein Handy reingeben. Yes! Also zum Beispiel, wenn man Sport macht, laufen geht oder was auch immer, dann kann man hier sein Handy reingeben oder was auch immer man hier reingeben möchte. Das ist auf jeden Fall eins meiner liebsten Outfits mittlerweile. Vor allem dieser Neckholder, das ist so mein Favorite Bra, sage ich euch ganz ehrlich, das ist wirklich mein Favorite Bra, weil der sitzt und hält alles fix und fest. Und diese Sets sind auch eine meiner neuesten Outfits, die ich von Oceans Apart habe. Da seht ihr wieder den Neckholder Bra, der ist wie gesagt eins meiner Favorites. Und dieses Set gibt es auch in grün. Da seht ihr die Hose. Die Hose hat auch so richtig große Tasche. Die zeige ich euch aber auch gleich angezogen. Das Ganze gibt es auch nochmal im Zebra-Design. Richtig cool. Schaut angezogen wirklich mega cool aus. Vor allem, man kann es auch wieder kombinieren, zum Beispiel die Hose mit dem schwarzen Bra, wenn es zum Beispiel zu viel für einen ist. Also richtig, richtig toll. Und dann gibt es hier einen noch von einer anderen Kollektion, die ich auch super feiere. Was ich an dieser Hose so mag, ist, dass sie hier durch dieses Material hier einfach so einen guten Halt gibt. Wie soll ich sagen? Also es macht einfach wirklich einen schönen Shape und man schaut da drin angezogen wirklich. Es macht einfach eine super, super Figur. Auch über den Bauch kann man das ziehen und alles wirklich gut kaschieren. Also ich liebe die Oceans Apart Sachen total. Sie sind einfach sehr, sehr bequem und ja, halten alles an Ort und Stelle. Und ich zeige euch auch gleich, wie das angezogen ausschaut. Und so schaut das nächste Outfit aus. Das olivgrüne, auch mit dem Neckholder, was ich richtig toll finde. Das schaut man schon wirklich super toll aus. Und wie ihr sehen könnt, hält das einfach alles hier
wirklich gut. Ich zeige euch mal noch auch, wie es mit der Hose ausschaut. Also wie man sehen kann, kann man hier in der Hose wirklich einfach eine super Figur kaschieren und shapen. Der Bauch ist auch hier in der Hose versteckt, das heißt, einfach tipptopp. Ich liebe diese Outfits und diese Hosen haben hier auch nochmal zwei große Taschen, einmal links und rechts. Und ich zeige euch gleich auch das Zebra-Design, schaut wirklich auch wirklich cool aus. Und hier seht ihr das Zebra-Print, schaut auch richtig cool aus. Was ich bei dem Rad richtig nice finde, dass man das halt kombinieren kann. Da kann man zum Beispiel entweder die Hose mit dem schwarzen Bra anziehen oder umgekehrt. Das schaut auch wirklich sehr, sehr cool aus. Ich zeige es euch mal auch im Ganzen. Dann werde ich ein kleines Workout machen, bis der Kleine wach wird. Fertig mit meinem Workout und ich werde jetzt was Kleines frühstücken unter Anführungszeichen. Ich bin jetzt nicht so eine großartige Frühstückerin, außer wir frühstücken am Sonntag oder so, dann essen wir zusammen alle Brunch, also dann spätes Frühstücken. Aber jetzt habe ich einfach gar keinen Appetit und werde mir einen Saft pressen. Ich habe da so eine Saftpresse von Russell Hobbs. Die kann ich euch wirklich empfehlen, falls ihr eine Saftpresse sucht. Die ist wirklich toll und vor allem, man kann die echt gut reinigen. Das war mir wichtig, dass man die da nicht so lange, ich weiß nicht, dass es halt so umständlich ist. Wenn etwas umständlich ist zum Reinigen, dann verliere ich einfach die Lust daran, es zu nutzen. Und ich glaube, da kennen viele das, wenn man etwas hat, was man danach noch mehr Arbeit danach hat, dann hat man gar keinen Bock, es zu nutzen. Ja, deswegen finde ich die halt richtig toll. Ich kann sie euch verlinken. Die gibt es bei Amazon und so. Und ich schnibbel mir jetzt hier ein bisschen Äpfel und Karotten und Sellerie. Wie man sieht, habe ich richtig ordentlich Saft rausbekommen und die Abfälle, die werde ich gleich nehmen und den Hühnern rausbringen, also natürlich mit dem hier. Und schaut euch mal dieses Farbenspiel an. Ach, das schaut so lecker aus, oder? Also für mich schaut sowas mega lecker aus und ich freue mich gleich drauf, den zu trinken. Aber bevor ich den trinke, werde ich auf jeden Fall mal zu den Hühnern rausgehen. Ich habe jetzt die Hunde in den Garten gelassen, ein bisschen zum Spielen. Na Sophie, was ist los, hä? Und den Hühnern bringe ich die Reste. Jojojojo. Die Hunde. Das ist nichts für euch. Schaut euch mal an, was die Hunde mit unserem Garten gemacht haben. Das sind solche schlimmen Banausen, ey. Wo ist unser Garten? Wo ist unser Grün? Und schaut mal. Hier wird gejausnet. Ja, super, macht ihr das. Vor allem die Karottenresten, glaube ich, sind sehr beliebt.
Hallo meine Lieben, ich begrüße euch auch in diesem Vlog. Wir sind jetzt im Hoka mit Patrick und Michelle. Der Patrick ist schon mit seinem Freund irgendwo auf irgendeiner Piste. Und ich bin mit der Michelle da. Sie hat jetzt einen Snowboardkurs gebucht. Und sie wird heute den ganzen Tag hier fahren. Jetzt ist Pause, die Michelle hat die Pause verdient. Sie kann wirklich so gut Snowboard fahren, unglaublich. Bin stolz auf dich. Ja, jetzt machen wir Mittagspause, wir haben schon was gegessen. Und bis 13.30 Uhr haben wir noch Pause, ich glaube noch 30 Minuten noch. Und ich werde mir mein Bier aus dem Kühlschrank holen. Ich zeige euch, wo ich mein Bier gelagert habe. Warte kurz, ich hoffe, dass es noch da ist. Das ist mein Löffel. Aha. Und schmeckt es? Prost. Oh mein Gott, die Michelle kann fahren. Das ist unfassbar. Ich bin so glücklich. Die Michelle kommt gleich runter und ich werde euch zeigen. Mittlerweile ich auch schon der Philippa. Candy ist kein Candy. Schlabber, das ist ein Flip, Erdnussflip. Die Mädels bekommen heute Besuch von einer Freundin, deswegen haben sie sich angezogen beide. So, jetzt werden noch Haare gebürstet für die Mäuse. Komm. Du machst Haare bürsten. Spielt sehr viel immer wieder oder so? Oder wir können draußen spielen. Oder draußen. Aber dabei sind jetzt noch die Hunde im Garten. Da müsste ich immer entscheiden. Verstehst? Mhm. Das war ganz schön. Gut. Kannst du mir die Feuchte hier bringen? Die sind da oben. Ich wollte auch was dir tun. Dass das empfehle ich mir, kennt ihr jetzt nicht. Was ist das? Gemüse. Oh, Teller. Achtung. Die Freundin der Mädels ist jetzt da. Deswegen habe ich mir gedacht, backe ich Muffins. Da freuen sich die Kinder. Und ich auch, ich liebe auch Muffins. So, ich habe gedacht, ich mache Schokomuffins. Okay, Philipp, wir machen jetzt Schokomuffins. Ja, der Philipp jausnet so ein bisschen. Wo ist denn? Ja, lass den Teller aber da, gell? Jedes Mal. Wenn er einen Teller kriegt, dann findet das man nach einer gewissen Zeit lustig zum Spielen. Und übrigens, ihm schmeckt dieser Karottensaft total gut. So, und ich mache jetzt meine Schokomuffins. Das ist dieses Rezept hier. Na? Aus dem Thermomix.
Schaut mal bitte, wie schön die Muffins geworden sind. Und ich habe sogar extra noch so Marmordinger gemacht. So in meiner Marmorform, weil ich einfach zu viel Teig hatte. Irgendwie, keine Ahnung. Gut, ich werde das auf jeden Fall jetzt den Kindern mal anrichten. Hey, ihr kommt aber hier in die Küche essen, gell? Kein Bock auf Brösel im Mund. Philipp darf natürlich auch einen Muffin essen. Wie ist es jetzt? Ja? Die Mama schneidet ihn ja, glaube ich, oder? Das wird ja nichts so. Warte. Gut? Ist das gut? Schaut euch bitte mal an, wie der Dieb hier gebröselt hat. Ich glaube, die Hälfte des Muffins ist auch am Boden. Schaut mal. Hier und so. Hast du das gemacht? Hier noch. Ja, toll hast du das gemacht. Und hier noch. Ich glaube, die Hunde, die werden Augen machen, gell? Die Affenbande hat hier Muffins gegessen. Natürlich einen hübschen Chaos hinterlassen. Wird jetzt auf jeden Fall aufräumen. Ich habe auch einen Pizzateig vorbereitet. Schaut mal. Und den werde ich jetzt hier gehen lassen eine Stunde. Dann machen wir Pizza. Und ja, aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal aufräumen. Und der Philipp mampft noch ein bisschen seinen Muffin. Ich mache jetzt die Pizza schnell alleine. Die ist jetzt nämlich schon fertig. Haben wir schon alles vorbereitet, weil die Kinder spielen gerade so schön. Ja, Philipp hat jetzt auch so ein kleines Päuschen gemacht. Wir waren jetzt im Wohnzimmer und so. Also nicht, dass ihr glaubt, wir sind jetzt die ganze Zeit hier gesessen. Schaut auch lustig aus. So, ich stelle ihn mal kurz ab. Schaut die fertige Pizza aus. Mh, lecker, die werde ich jetzt gleich schneiden. Warte mal, wer nach Hause gekommen ist. Die Snowboard-Bande. Warte, da war... Mami! Mausi! Hey, ich habe was für euch. Lisa, schau mal, ich habe ein kleines Geschenk für euch. Wo ist mein Kuss? Na ja, klein. Geschenke, Geschenke. Die Luisa liebt blau und die Lara liebt rosa. Das passt. Ein großer Nani. Oh, wie süß. Danke. Philipp nimmt. Danke, Baum. Das ist auch solche Mauta. Oh, ich hab gedacht, das ist ein ganz großer. Ja, aber. Da ist ein Nani drin. Da. Nimm deinen Sohn. Wo sind die Leckerchen für die Hunde? Oh. Hm? Aber die Hunde auch was. Da bin ich gespannt. Und was ist passiert? Das macht es so gut verpackt. Wie heute war schönes Bisschen. Wetter, oder? Ein bisschen für dich. Bella, Lucy. Habt ihr Hunger? So, meine Lieben, die Familie ist wieder vereint. Der Papa hat viel zum Erzählen gehabt. Und ja, ich werde jetzt... Ich habe noch kurz Durst. Du hast kurz Durst, dann trink. Ich werde jetzt auf jeden Fall den Vlog hier beenden. Und dann müsst ihr eigentlich schon langsam ins Bett gehen. Es ist schon 20 Uhr, auch wenn es... Auf Ferien. Ja, meine Lieben. Und vergesst nicht, unten in der Infobox habe ich euch den Oceans Apart Rabattcode reingeschrieben. Diamanta35 und ihr spart 35%. Also schaut unbedingt vorbei. Und ja, das war's jetzt auch mit dem Vlog. Ich werde jetzt Tschüss sagen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye!